Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Genau, ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder so ein bisschen mit. Ich wollte nämlich gleich noch kurz, jetzt gleich, direkt, der Hund, meine Kliniktasche noch einmal umpacken. Ich habe gestern das Video für euch gedreht und mir ist aufgefallen, dass ich das noch einmal alles komplett neu sortieren muss. Ist ziemlich doof nach dem Video, also ich werde nicht mehr so viel rausnehmen oder so, sondern das alles nochmal ordentlich reinpacken, weil ich habe es gestern nach dem Video einfach nur so reingeschmissen und das hat mir absolut nicht gefallen oder gefällt mir einfach nicht. Das heißt, ich mache das gleich nochmal alles ordentlich jetzt. Dann wollte ich euch noch ein Paket zeigen, was angekommen ist. Und das Beistellbett haben wir auch aufgebaut. Das steht hier auch schon. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und dann wollte ich nachher noch, oder muss ich nachher, zu Möbelkraft. Ich weiß nicht, ob einige das kennen. Das ist halt so ein Möbelgeschäft, etwas Größeres. Und da muss ich eine Wickelauflage kaufen. Ich gehe nicht so gern zu Möbelkraft, muss ich sagen. Ich mag den Laden einfach nicht so gerne. Aber es ist leider der einzige in der Nähe und ich habe keine Lust, extra nach Lübeck zu fahren. Und deswegen fahre ich jetzt zu Möbelkraft und danach treffe ich mich mit Felix in der Stadt, wo Möbelkraft ist. Und wir gehen zum Friseur, weil in 2 Tagen Babybauch-Shooting ist. Und da wollen wir dann nochmal Haare schneiden. Bei mir muss auch einmal nochmal geschnitten werden. Und da wollte ich euch auch dann mitnehmen. Ich glaube, das ist ganz cool, so ein Vorher-Nachher. Genau, das machen wir jetzt. Also ich werde jetzt erstmal die Kliniktasche machen. Und ich habe hier gestern aufgeräumt, Leute. Und schaut mal, was der Hund angerichtet hat. Guckt euch das mal an. Was soll das denn? Überall liegt hier irgendwie Papier. Das war mal ein Pappbecher. Also, ja. Einen Welpen sollte man nie allein lassen. So, und hier steht unser Beistellbett. Das habe ich jetzt hier mal so an den Rand gestellt. Eigentlich stand es hier immer mittendrin im Zimmer. Aber es hat mich so gestört, dass ich gestern hier alles einmal komplett umbauen musste. Und habe jetzt hier das Beistellbett hingestellt. Das ist noch nicht ganz festgeschraubt, deswegen ist das hier noch so locker. Und auch total schräg und so. Also, das muss auf jeden Fall alles noch festgeschraubt werden. Wir haben das nur grob zusammengesteckt. Und genau, hier haben wir jetzt eine Matratze drin. Dann haben wir hier die Bettschlange von Zirpekind. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Die ist nämlich aus Zirpe und Zirpe ist ein Baum. Und da ist sozusagen, ja, keine Watte drin, sondern Holzspäne. Und die soll eben gut sein für die Atemwege. Und ja, eine richtig coole Sache. Deswegen liegt sie hier auch im Beistellbett. Hier haben wir unser Nestchen von Pink Clouds. Finde ich auch richtig schön. Das ist hier außen mit so Waffelpiqué. Liebe ich ja total. Das seht ihr hier auch. Hier ist auch Waffelpiqué. Und drin sind so, ja, so Wolken. Richtig schön. Dann habe ich hier noch ein Paket, was ich euch jetzt gleich zeige, wenn ich das hier mal alles wegräume. Hier haben wir nämlich unsere Krabbeldecke von Storff mit Set. Tada, die kam gestern. Ich bin so begeistert. Und hier ist eine Hundedecke, auch ebenfalls von Stoff mit Z. Die zeige ich euch aber irgendwann anderes Mal. Aber die machen ja auch Hundedecken und die sind einfach so schön, die Hundedecken, und so bequem. Genau, und hier haben wir unsere große Krabbeldecke. Da ist eine Wolke drauf und es steht sogar der Name drauf. Genau, hier ist der Name drauf von der Mausi. Also richtig schön. Und genau, ich räume das mal kurz weg, weil ich wollte euch eigentlich das hier zeigen, was hier drin liegt. Ja, hier haben wir auch noch ein kleines Mobile. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Das finde ich so schön, weil das einfach so, ja, schlicht ist, finde ich. Das bleibt natürlich nicht hier. Das ist einfach jetzt so zur Deko hier dran. Aber das kommt dann nachher irgendwie über den Wickeltisch oder so. Finde ich total niedlich. Und sonst haben wir hier halt einen Himmel dran. So einen ganz luftigen. Ich weiß auch nicht, ob der dran bleibt. Und hier noch ein passendes Nestchen. Aber genau, so sieht das halt aus derzeit. So, ich habe mich jetzt mal aufs Bett gepflanzt. Hier ist einmal das, was ich euch gleich zeigen wollte. Aber erstmal wollte ich euch einmal kurz zeigen, was wir auch noch bekommen haben. Und zwar von das Böb. Das sind Babypflegeprodukte und ich finde, die riechen einfach so unglaublich gut. Und das Coole daran oder das Schöne oder ja, der Grund, warum ich das überhaupt habe, ist einfach, ja, dass es von einer Ärztin und Mutter entwickelt wurde. Einfach so schön, dann riecht es unglaublich gut
Und ja, wir werden das auf jeden Fall testen, ausprobieren, wie sich das so mit der Haut verhält. Und wir haben hier einmal das Baby-Starter-Set, einmal die Baby-Wundcreme und eine ganz normale Babycreme. Und hier haben wir noch ein Badeöl. Ja, wir werden das auf jeden Fall testen. Ich werde euch berichten. Das Ganze könnt ihr entweder bei Das Böhm direkt bestellen oder aber auch bei DM. Also die Sachen sind auch bei DM vertreten, seht ihr hier. Genau, da könnt ihr alles kaufen bei DM. Und das finde ich auch mega. Dann braucht man da nicht immer irgendwie mit Versand oder so, sondern kann schnell zu DM huschen, wenn mal was leer ist. Und wie gesagt, wir testen das auf jeden Fall. Es riecht unfassbar und ich bin echt sehr gespannt. So, jetzt geht's an diese Sachen hier. Die Sachen sind nämlich von Tulipanelli. Das ist auch ein Instagram-Shop oder Facebook oder halt eine ganz normale Website. Und ja, ich bin da bei Instagram drauf gestoßen. Und die haben einfach so schöne Sachen. Und ich finde, also ich habe ja schon echt viele handgemachte Sachen gesehen, aber ich finde, diese Qualität ist einfach was ganz, ganz anderes. Hier seht ihr auch nochmal das Logo. Also alles richtig schön mit viel Detail gemacht. Dann finde ich, ja, die Qualität ist einfach wirklich was ganz anderes. Also so wie es vernäht, ist es natürlich einfach, ja, fast Standard bei allen genähten Sachen. Aber ich finde einfach, so wie sich das anfühlt, dann wie die Kapuze so geschnitten ist, finde ich einfach so unglaublich schön. Das ist jetzt so ein Hoodie in, glaube ich, 62, 68. Und ja, was die Firma sozusagen ausmacht, sind ihre Mitwachshosen. Davon habe ich hier mir zwei ausgesucht. Einmal mit so süßen Hasen in Mint. Der Stoff ist ja mal ultra süß, oder? Und einmal die Füchse hier, die habe ich schon öfters gesehen. Finde ich auch einfach so schön mit diesem Dunkelblau und Rot. Das harmoniert total gut. Und die Mitwachshosen gibt es immer in verschiedenen Größen, aber immer nur in vier Größen. Also nicht 50, 56 und so, sondern die sind jetzt in 50 bis 74, weil die einfach so lange mitwachsen. Die haben halt ein sehr, sehr langes Bündchen oben und unten. Also man kann das richtig gut umschlagen. Hier unten auch richtig gut umschlagen. Und dann wachsen sie eben von 50 bis 74 mit. Das finde ich mega. Weil man, ja, so Handmade-Sachen sind halt schon echt teuer. Und so kann man halt echt viel Geld sparen, weil man weniger kaufen muss, sage ich mal. Und genau, da haben wir einmal diese hier und dann noch diese. Und die gibt es dann auch noch zum Beispiel in 68 bis 86 und in 92 bis 104 und 104 bis 116. Also man kann die echt wirklich richtig lange tragen. Und das finde ich einfach so mega. Wir werden das natürlich ausprobieren. Ich werde euch berichten, ob die wirklich so gut mitwachsen. Und ja, da haben wir einmal noch diese beiden Hosen. Und dann gab es noch diesen Strampler, der ist in 62, 68. Auch dieser wächst total lange mit, weil man den einfach auch richtig gut verlängern kann hier unten. Und ich finde es auch total mega, weil ja, dieser Stoff ist so schön. Man möchte den einfach auch sehr, sehr lange tragen, habe ich irgendwie das Gefühl. Was ich auch gut finde, hier oben haben wir zwei Knöpfe. Das ist natürlich dann einfach noch. Ja, sicherer, hält besser. Ja, wo die Firma mich wirklich überzeugt hat, ist einfach, dass der Strampler komplett aus zwei Stoffen sozusagen besteht. Also die meisten Handmade-Strampler haben ja den äußeren Stoff, also jetzt hier zum Beispiel den Lama-Stoff. Und dann haben sie hier drinnen noch einen Stoff, so wie der graue hier zum Beispiel. Und der endet meistens hier bei den meisten Handmade-Stramblern, bei diesen aber nicht. Und ich habe immer mich gefragt, warum macht man das nicht? Klar, die sind dann halt ein bisschen dicker, so wie der jetzt, sehr schön dick. Und ja, vielleicht im Sommer einfach ein bisschen zu warm. Aber ich habe mich immer gefragt, warum man das nicht macht. Und diese Firma macht es. Leute, ich bin so begeistert, weil dieser Stoff einfach wirklich komplett durchgeht. Also ihr habt einfach hier einen kompletten doppelseitigen Stoff. Das ist super weich, super bequem. Und ich finde das einfach so unangenehm, wenn man hier diese Naht immer im Inneren hat bei den ganzen Stramblern. Ich würde sagen, das ist nicht so angenehm und bin deswegen hier total zufrieden, dass ich hier endlich mal einen Strampler habe, der doppelseitig ist, sage ich mal. Und ja, ich bin wirklich sehr begeistert, was die Qualität angeht. Die Sachen sind wirklich top genäht und so weich. Also ich bin echt super begeistert. Und dann haben wir uns noch einen Strampler ausgesucht. Der ist in 50, 56 und der Stoff ist ja auch mal mega. Hat auch wieder zwei Knöpfe, ist auch wieder komplett durchgehend und wächst natürlich auch wieder mit.
Also auch einfach super klasse. Und dann haben wir noch diesen tollen Strampelsack, Pucksack. Und da bin ich auch richtig begeistert. Erstens der Stoff, der ist ja mal mega schön. Und dann gibt es den einmal in gefüttert und einmal nicht gefüttert. Ja, er ist also drinnen einmal mit so einem richtig weichen Stoff gefüttert. Also auch richtig schön für Winterbabys. Und ich finde das auch einfach so schön vernäht. Also ich bin echt mehr als begeistert von dieser Firma. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Handmade-Sachen. Aber selten habe ich so eine tolle Qualität gesehen. Und genau, da haben wir eben noch so einen Strampelsack ausgesucht. Wie gesagt, gefüttert. Den gibt es aber auch ungefüttert. Aber finde ich jetzt gefüttert für den März total praktisch. Und was ich auch total schön finde oder was ich mir auch noch ausgesucht habe und echt begeistert bin, sind so kleine Mini-Waschlappen hier. Die sind ja hier aus so einem weichen Frottee-Stoff, würde ich sagen. Und hier ja aus so kleinen Stoffresten, würde ich sagen. Und da sind einfach so süße Motive dabei. Einmal hier sowas, sowas oder sowas hier, auch einfach mega süß. Dieser Stoff ist auch total niedlich. Hier haben wir die Wale nochmal, die Füchse, so Heißluftballons. Hier auch noch so ein bisschen was mit einer Fledermaus. Noch Wale und dann noch so ein. Also von dem bin ich auch mehr als begeistert. Und ich ja, denke, die werden ihren Platz am Wickeltisch richtig schön finden, um die Kleinen einfach so ein bisschen abzuputzen. Vielleicht auch für den Popo finde ich richtig praktisch solche kleinen Tücher. Und das letzte, was wir haben von dem Shop, ist eine Babydecke. Die ist komplett aus Waffelpiqué. Und ihr kennt mich ja, ich liebe Waffelpiqué. Leider war rosa ausverkauft und deswegen habe ich hier so ein Grau genommen. Aber auch das finde ich super schön. Klar, die ist jetzt nicht so kuschelig, aber sie ist halt einfach ja mega warm, mega weich und ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Teil. Ja, und das war jetzt unsere Bestellung von Tulipanelli. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, weil ja, ich bin wirklich mehr als begeistert. Und ich bin, habe wie gesagt schon sehr, sehr viele handgemachte Sachen gesehen und habe auch sehr viele. Aber diese Qualität ist wirklich richtig Bombe. Tulipanelli ist ein Familienunternehmen und die haben selber Kinder und nähen eben nebenbei, beziehungsweise betreiben eben diesen Online-Shop. Die haben einmal den Online-Shop und auch Instagram, verlinke ich euch beides mal unten in der Infobox. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ich habe sogar noch einen Rabattcode für euch, womit ihr 5 Euro auf eine Bestellung ab 35 Euro sparen könnt mit dem Code Maggie. Also richtig cool, dass ihr da noch ein bisschen was sparen könnt. Da freue ich mich ja auch immer. Und dann hoffe ich, ihr schaut da mal vorbei, wenn ihr so handgemachte Sachen sucht. Weil die sind wirklich richtig top. Also eine echte Empfehlung. So, hier hinten steht in der Babyecke unsere Wickeltasche, unsere Kliniktasche. Das hier ist ja die Kreißsaaltasche, da muss ich auch nochmal einmal komplett alles umräumen, weil ich das, wie gesagt, alles nur reingeschmissen habe. Und hier ist unsere richtige Kliniktasche, da muss ich auch nochmal einige Sachen umändern und alles nochmal umräumen. Und das mache ich jetzt erstmal. So, schon viel, viel besser. Unten passt viel, viel mehr rein irgendwie. Also ich ja, habe sehr gut gepackt, würde ich sagen. Und jetzt werde ich erstmal noch ein Video zu Ende schneiden und dann muss ich gleich auch schon Mittag machen und dann muss ich schon los. So, meine Lieben, ich bin bei Kraft, bei Möbelkraft. Und genau, ich werde jetzt kurz reinhuschen. Der Felix kommt gleich auch hierher, weil eigentlich wollten wir uns erst beim Friseur treffen, aber er ist jetzt irgendwie doch schneller. Und ja, dann darf er die Wickelunterlage mit aussuchen. Ich bin aber nett zu ihm. Nein, das macht gar nichts. Oder beziehungsweise ist scheißegal, wie die Wickelauflage aussieht. Wir haben nämlich einen Bezug. Also natürlich, wenn der Bezug mal dreckig ist, dann sieht man natürlich die Wickelauflage. Und eigentlich wollte ich eine komplett weiße haben. Aber mir ist es völlig egal, Hauptsache die Maße stimmen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Ich habe übrigens die ersten 1000 Kilometer mit meinem Auto erreicht. Das ist immer so ein bisschen sad. Ja, so und jetzt ja, schnappe ich mir meine Handtasche und werde schnell reindüsen. Wie gesagt, Felix kommt hierher. Der ist aber auch schon gleich, also eigentlich sollte er in 5 Minuten hier sein. Eigentlich könnte ich auf ihn warten. Das wäre immer mega nett von mir, oder? So. Perfekt. No.
So, meine Lieben, ich habe jetzt nichts gekauft, weil der Felix leider so im Zeitstress ist und der Friseur gleich zumacht. Dementsprechend fahren wir jetzt schnell zum Friseur. Wir haben aber leider nicht die passende Wickelauflage gefunden, weil wir ein bestimmtes Maß brauchen, was anscheinend nicht allzu oft ist. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Auf jeden Fall gab es da nur die falschen Maße. Und ein Modell haben wir gefunden, da hätten wir aber erst einen Kaufvertrag unterschreiben müssen, weil das ein Auslaufmodell war. Und ja, Felix hat jetzt einfach gesagt, okay, wir bestellen das online. Licht auf einmal viel besser. Oder ich fahre eben nochmal zu Dodenhof, da wo Felix arbeitet. Oder zu Babyborn. Jetzt habe ich fast gehupt. Ja, jetzt fahren wir erstmal zum Friseur. Beziehungsweise sind wir jetzt auch schon fast da. Und dann will ich noch irgendwie was essen. Irgendwie habe ich Hunger auf was Süßes. Aber eben bei Möbelkraft war der Krippmann leider nicht da. Aber ich habe irgendwie voll Hunger auf was Süßes. Und Felix hat auch noch nichts gegessen. Das heißt, vielleicht bekomme ich ihn noch überredet. Aber er möchte unbedingt auf die Baustelle oben. Dementsprechend müssen wir uns leider ein bisschen beeilen. Aber ja, essen muss man ja, ne? Aber wir fahren jetzt erstmal zum Friseur und dann schauen wir mal, wie gleich meine Haare aussehen. Ich bin gespannt.